Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden den Antrag ablehnen, schon aus dem Grunde, weil meines Erachtens nach wie vor überhaupt nicht geklärt ist, ob die Y-Trasse das erreichen kann, was verlangt wird, nämlich eine Häfenanbindung und eine Optimierung des Güterverkehrs. Es gibt nach wie vor sehr ernstzunehmende Bedenken gegen dieses Projekt, so wie es geplant ist, weil es als Personenschnellverkehrsstrecke geplant ist. Und es gibt auch Bedenken, dass man das entsprechend umplanen kann für den Güterverkehr. Und es gibt vor allen Dingen deutlich preisgünstigere Alternativen. Das heißt, wir würden einem Antrag zustimmen, der da heißt, wir stellen Planungsmittel zur Verfügung, um Alternativen zur bisher geplanten Y-Trasse zu entwickeln und gemeinsam mit Niedersachsen und der Bahn auf die Beine zu stellen oder auf die Schiene, aber nicht für dieses Projekt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat das Wort Herr Staatsrat Golasowski.